Dieser Tage trat die 8. Eindämmungsverordnung in Kraft. Sachsen-Anhalt setzt weiter auf vorsichtige Corona-Lockerungen. Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff betonte, dass eine schrittweise Lockerung der aktuellen Maßnahmen im Mittelpunkt stehe. Allerdings stets unter Beachtung der Entwicklung der Zahl der Neuinfizierten als auch der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, so Haseloff. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sagte, dass das vergleichsweise geringe Infektionsgeschehen im Land und die Disziplin innerhalb der Bevölkerung beim Einhalten der Regeln es ermöglichen, breite Bereiche in die Eigenverantwortung der Bürger zurückzugeben. Gleichzeitig betont die Ministerin, dass mit dem Ende des Sommers und der Zeit des Urlaubs auch Risiken entstehen. Die 8. Eindämmungsverordnung bleibt bis zum 18. November gültig. Künftig kann der Mindestabstand von 1,5 Metern bei Nutzung geeigneter Abtrennvorrichtungen wie Plexiglaswänden unterschritten werden. Das Führen einer Anwesenheitsliste ist nur noch bei Veranstaltungen und Feiern sowie in Sportstätten und Diskotheken vorgeschrieben. Private Feiern sind bis zu 50 Personen erlaubt. Fachkundig organisierte Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen mit bis zu 500 Personen ab 1. November mit bis zu 1000 Personen stattfinden. Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktnachverfolgung und die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln nicht möglich sind, bleiben bis Jahresende untersagt. Für Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen können die Landkreise und kreisfreien Städte bei den zuständigen Ministerien sowie beim Gesundheitsministerium eine Ausnahmegenehmigung beantragen.